Meine Lieben, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen hier zu einer neuen Folge FIFA 15, der Karrieremodus mit dem FC Everton. Heute hier im Part Nr. 49 an diesem Donnerstag, denn wir haben heute Donnerstag, den 16. April 2015 und damit herzlich willkommen. Wir stehen hier heute vor dem 29. Spieltag gegen den FC Southampton und zunächst einmal möchte ich mich mal wieder bei euch bedanken für die tolle Resonanz in den letzten Tagen. Und wie gesagt, wir gehen jetzt rein in die Partie, haben jetzt leider in der Liga unglücklich mit 2:0 verloren beim FC Arsenal. Danach haben wir gegen Middlesbrough im FA Cup gut uns geschlagen, sind da jetzt eine Runde weiter. Mal gucken, gegen wen es geht dann. Muss ich hier mal kurz gucken hier im Kalender, ob das noch... Ist noch nicht ganz durch, wie es aussieht. Kann man ja auch hier in den Tabellen gucken, gegen wen es daran geht. Wir treffen auf Hull City im Halbfinale, okay. Ist, denke ich mal, eine machbare Aufgabe. Und dann können wir hier reingehen gegen Southampton. Ist auch eine wirklich tolle Mannschaft, sehr überraschend. Eine der Überraschungen auf jeden Fall in der Realität. Und ich würde mal sagen, wir gehen auf jeden Fall so rein in die Partie. Wir haben ja alles im Voraus hier eingestellt. Und dann können wir den ganzen hier ihren Segen geben. Ach, das da. So, mal gucken, ob wir bald reingehen können ins Spiel. Nämlich genau jetzt Goodison Park hier. 29. Spieltag Everton gegen Southampton. Sehen hier Graziano Belle, den Italiener, und hier Leighton Baines. Und dann gehen wir rein in die Partie. Embolo mit der ersten Schussmöglichkeit. Wollte wohl sagen, hallo, da bin ich. Aber es hat nicht so glorreich... war nicht so glorreich. Sehen hier Long. So, gibt den Freistoß leider für die Saints. Wie der Spitzname ist von Southampton. So. Schade. Ein bisschen tiefer und der Ball hätte gepasst von Embolo. So leider nicht, aber immerhin gute Chance. So, mal gucken. Den mal schön unter Druck setzen hier. So, der Ball hätte fast gesessen. Da hat der Torhüter abgeblockt. Wäre vielleicht doch was gewesen. Och Mann. Dadic, der den Ball da bekommt. Gibt leider den Einwurf. Der Ball war leider zu nah hier an der Linie. Oh Mann, jetzt verlieren wir den Ball. So, haben hier rechtzeitig klären können oder auch nicht gegen Veli Kaflak, gegen den Österreicher, den zu haben, glaubt von Besiktas. Müsst. Och Mann, es darf doch nicht sein, dass wir hier da den Ball verlieren. Auf solche Wege.
So. Kriegen den Einwurf. Oh Mann, Coleman. Schneiderlin, Morgan Schneiderlin. Und da klären wir wahrlich rechtzeitig. Ja! 41. Minute, 1:0 Everton. Oder auch nicht? Doch, er zählt, 1:0. Klasse. Geht doch. Wir können auch zu Hause treffen. Und wer war's? Brill Daniel Embolo. Namensvetter von mir, zumindest der Zweitname. Ja, das wäre auch mal so eine Challenge. Namensvetter kaufen. Also alle mit demselben Vornamen. Das wäre wahrlich mal eine interessante Challenge. So, Baines ist durch. Und Abpfiff, 1:0 hier die Führung durch das Tor von Brill Daniel Embolo. So. Und dann würde ich doch mal sagen, geh mal rein in die zweite Hälfte. Sehen Sie hier deutliche Dominanz mal wieder für uns und ich muss mal gucken, dass wir die Kamera wieder umstellen. Das mache ich ja nicht so häufig, aber ich mache das halt immer, damit ich einen besseren Überblick habe. Und hier, wenn ich schon zu Hause spiele, dann das, auch das Spielfeld hier besser beobachten kann. Und da hat man aus so einer größeren Perspektive mehr Einblick. Oder auch nicht, das sieht gar nicht gut aus. Oder gehen wir doch auf Standard. So. Oh Mann, kommt, macht was. Geht doch. Gut gemacht, Lennon. So, da hat er wohl aus Solidarität den Ball ausgespielt, weil da jemand verletzt am Boden lag. So, der ging gleich mal ins Aus. Und da sehen wir nochmal das Tor von Embolo. 9 Einsätze, 2 Tore bislang. So, da zappelte er im Netz, der Ball. Und wir haben jetzt noch 30 Minuten lang hier zu spielen. Aber wir führen gerade, von daher hat das doch was hier. Oh, Freistoß für Southampton, wieso? Nächster Wechsel, da kommt jetzt Pelle rein für Chain Long.
und Ulreich mit der Parade. So, Tadic hat den Ball. Bertrand. Und wieder Ulreich. Oh Mann, da verliert er ausgerechnet den Ball, der Spanier. Aus keiner Ahnung von Gründen fängt es jetzt deftig an hier zu lecken. So, der Ball war leider schon im Aus. So, gibt die Ecke für Southampton. 75 Minuten gespielt. Und wir wechseln. Bringen... Wen bringen wir denn? Yusuf Paulsen für Lukaku. So. Oh, Gott sei Dank hier. Gott sei Dank. Oh, man kommt schon. Schnappt euch den Ball. Damit wir hier wenigstens mal wieder zu Hause gewinnen. Das ist schon so ewig lange her. Machen jetzt den nächsten Wechsel. Bringen dann Ross Barkley für Korea. So, 3 Minuten vor Schluss, der letzte Wechsel. Da bringen wir dann Selke rein. Für Embolo. So, gibt den Einwurf. Und der letzte Wechsel. 3 Minuten Nachspielzeit hier. So, mal gucken, was jetzt noch so passiert. Majuka kam jetzt rein für Zuricic. Ehemalige Mainzer Leihgabe. Und Schlusspfiff. Wir gewinnen durch das goldene Tor von Embolo mit 1:0 gegen Southampton. Haben mal wieder 3 Punkte eingefahren. Und dann können wir hier doch weitergehen. So, 2 Nachrichten, nächste Pressekonferenz. So, verunsichern wir mal den nächsten Gegner. Danke, Chef, und so weiter und so fort. So, und sind jetzt im April, 4. April 2015, geht's jetzt hier gegen Newcastle United. Mal gucken, Martial. Ich habe momentan viel Spaß am Fußball und ich habe gut gespielt, deshalb bin ich ein bisschen beunruhigt. Dass ich nicht in der Startelf stehe, ich möchte gerne einen Einsatz, okay. Okay, mein lieber Martial, dann darfst du heute von Anfang an ran für Lukaku. Und dann würde ich doch mal sagen, beenden wir die Folge hier an der Stelle. Wünsche euch dann noch einen schönen Donnerstag. Wenn es euch gefallen haben sollte, dann würde ich mich über eine Bewertung freuen. Wenn ihr mehr sehen wollt, dann lasst doch am besten ein Abo da und verpasst keine weiteren Folgen mehr. Und dann sehen wir uns im morgigen Freitagsvideo wieder. Bis dahin, macht es gut. Euer Sphinx Mido und Servus.
Thank you.